Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer zuletzt das Video über die Anker Solix Solarbank 2 Pro mit den entsprechenden Paneelen gesehen hat, der erinnert sich vielleicht noch an dieses Bild hier. Jetzt ist der Garten wieder leer und im Garten konnten sie ja auch gar nicht auf Dauer stehen, denn sie müssen jetzt hier oben an diesen Balkon, denn das ist unsere Wohnung mit unserem Balkon. Und da kann ich natürlich nicht die Riesenpaneele anbringen, sondern eine flexible, kleine, kompakte Variante. Mehr dazu im Video. Ja, und das Schöne ist, dass Anker da tatsächlich auch was im Angebot hat, und zwar die FS20. Das sind flexible Solarpaneele mit jeweils 225 Watt, die auch tatsächlich im Vergleich zu den großen Modulen natürlich deutlich kleiner sind und sich halt eben auch verbiegen lassen. Und das ist natürlich gerade, wenn ihr einen runden Balkon habt oder einen Balkon, wo sich das Ganze optimal nutzen lässt, ist das natürlich perfekt, denn diese starren Module könnt ihr in so einem Fall natürlich nicht einbauen. Hier auch noch die Leistungsdaten, das vielleicht gar nicht so sehr interessant. Wir gucken uns jetzt mal das Panel im Detail an, und hier seht ihr es auch schon. 1 Meter mal 1,15 Meter groß, kann befestigt werden, so ihr denn die Möglichkeit habt, mit diesen Schnellverschlüssen oder Metallkabelbindern, nenne ich es mal, und zwar an diesen Befestigungspunkten hier. Dann könnt ihr das Panel einfach bei euch an den Gitterbalkon dran schrauben und habt eigentlich die optimale Nutzbarkeit, denn wie gesagt, diese Module sind auch noch flexibel, das heißt, ihr könnt die mit bis zu einem gewissen Grad auch noch biegen, sodass selbst runde Balkone oder sehr abgerundete Balkone kein Problem darstellen. Das ist wirklich eine gute Geschichte, und vor allen Dingen sind die Dinger deutlich, deutlich leichter als die großen Module, die ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, also eigentlich perfekt für den Balkon geeignet, so denn auch bei uns, denn wir können bei uns am Balkon aus Gewichtsgründen nicht diese schweren großen Module anbringen, sondern müssen uns mehr darauf fokussieren, kleine kompakte Module zu wählen. Gucken wir nochmal drauf auf die Informationen auf der Rückseite. Wie gesagt, 225 Watt haben wir hier an Leistung. 4,6 Kilo sind sie schwer. Das sollte Anker aus meiner Sicht noch viel mehr hervorstellen, denn das ist ja wirklich super leicht, zumindest für ein 225 Watt Panel. Von der Größe her ist es, wie gerade eben schon gesagt, auch ein relativ kompaktes Panel. Ihr könnt also eine gewisse Anzahl bei euch am Balkon anbringen, selbst wenn ihr nur einen kleinen Balkon habt, denn 1 Meter mal 1,15 Meter oder ein Vielfaches davon kriegt man im Normalfall immer noch untergebracht. Und vor allen Dingen bei 4,6 Kilo braucht ihr halt eben auch keine extrem schweren Halterungen oder sowas, als wenn ihr ein Panel mit 20 Kilo an den Balkon schraubt. Die Paneele werden begleitet von der Anker Solix Solarbank 2E1600+. Wir haben beim letzten Mal ja die Pro-Variante gehabt, wo die Unterschiede sind. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Grundsätzlich ist erstmal identisch. Wir haben 10 Jahre Garantie und 15 Jahre Lebensdauer mit 6000 Zyklen. Also sollte das auf jeden Fall schon mal für die meisten von euch ausreichen. Wir haben Energieeinsparungsmöglichkeiten. Wir haben LFP-Batterien verbaut, wie schon bei Tesla. Wir haben eine IP65-Schutzklasse bis minus 20 Grad Leistung. Wir haben 1600 Watt Kapazität, die sich natürlich wie bei der Pro auch erweitern lässt mit 5 Akkus auf 9,6 Kilowattstunden, und wir haben 1200 Watt MPPT Input, und da ist tatsächlich ein Unterschied zur Pro, denn ihr seht hier, wir haben zwei MPPTs, die ihr quasi bespielen könnt. Die haben 1200 Watt, sodass ihr mit den 900 Watt aus den 4 Paneelen, die wir gerade gesehen haben, eigentlich hervorragend vorbereitet seid. Was ist drin im Paket? Das seht ihr hier nochmal. Einmal natürlich die Bedienungsanleitung bzw. der Code zur digitalen Bedienungsanleitung. Dann haben wir ein MPPT-Lösetool oder Entkopplungstool plus die Haken, um das Ganze gegebenenfalls an der Wand zu befestigen. Wir haben Kabelbinder, die ihr verkleben könnt. Wir haben 4 Kabel, also sprich 2, um 2 MPPTs zu bespielen sozusagen. Und wir haben natürlich das AC-Kabel, um das Ganze mit dem Netz zu verbinden. Das ist natürlich notwendig, damit der Speicher dann auch entsprechend einspeisen kann. Insgesamt haben wir auch hier wieder ein All-in-One-Paket, gut verarbeitet. Also sprich, hier ist zum einen der Akku verbaut, als auch zum anderen der Wechselrichter. Der Wechselrichter kann, wie wir gerade eben schon gesagt haben, die zwei MPPTs hier an der Seite bespielen mit 1200 Watt. Ihr seht hier, von der Pro-Variante sind hier unten noch die Slots, die hier aber entsprechend nicht belegt sind. Ansonsten haben wir hier unten noch die Leistungsdaten, die vielleicht jetzt eher weniger interessant. Wer will, kann mal eben auf Pause drücken. Aber vielleicht noch wichtig zu wissen, und wir haben es vorhin schon gesagt, unten natürlich auch wieder erweiterbar über das einfache Lego-Stecksystem quasi, sodass man hier einfach den Akku oder beziehungsweise die Solarbatterie
Powerbank 2 Plus auf einen weiteren Akku draufstecken kann. Hier an der Seite dann noch der Anschluss, um das Ganze mit dem Netz zu verbinden. Was hier fehlt, und das ist der zweite Unterschied zur Pro-Variante, ist die Steckdose, um 1000 Watt rausziehen zu können. Ich denke, das ist dann die kleine Variante sozusagen für den Balkon vermutlich eher noch geeignet als vielleicht die große Variante. Das sind eigentlich nach meinem Kenntnisstand die zwei Unterschiede. Also zum einen haben wir nur zwei MPPT-Tracker mit 1200 Watt und zum anderen fehlt halt die 1000 Watt Steckdose AC auf der rechten Seite. Bei der Solarbank 2 Pro hatten wir ja noch den Smart Meter mit dabei. Den könnt ihr natürlich auch mit der Plus einsetzen, aber es gibt noch eine andere Alternative und zwar die einfache Installation, denn der Smart Meter muss ja durch einen Elektriker installiert werden, während hier dieser Smart Plug, der ein Zwischenstecker ist, den könnt ihr quasi selber installieren. Ja? Der lässt sich mit Bluetooth und Wi-Fi auch mit der App verbinden und steuert dann genauso wie der Smart Meter, natürlich beschränkt auf ein Gerät, die Leistungsabgabe von der Solarbank 2. Das ist super interessant aus meiner Sicht, wenn ihr ein Gerät habt, welches halt entsprechend sehr prominent in eurem Energieverbrauch ist und vor allen Dingen, wenn ihr nicht das Geld aufwenden wollt, um den Smart Meter bei euch einbauen zu lassen, sondern halt eben diese kleine Variante in Anführungsstrichen nutzen wollt. Spannend aus meiner Sicht, dass ihr nicht nur einen einbinden könnt, sondern ihr könnt auch mehrere einbinden, sprich ihr könnt euch mehrere von diesen Zwischensteckern kaufen und die dann in der App auch installieren oder beziehungsweise einbinden, hier an der Seite dann der Ein-Ausschalter und grundsätzlich lässt sich das hier dann wie der Smart Meter auch in der App einbauen oder beziehungsweise in die App einbinden, sodass ihr dann die Möglichkeit entsprechend habt, wie ich gerade schon erwähnt habe, damit euer System digital zu steuern. Einen eigenen Balkon habt ihr vorhin schon gesehen, der ist nicht ganz perfekt für die Installation der Module, weil eben diese Streben fehlen. Hier habe ich aber aus der Nachbarschaft mal ein paar Fotos gemacht von Balkonen, die dafür perfekt geeignet sind. Der Balkon hier wäre wirklich explizit genau für diese Module gedacht, denn er kann zum einen Sichtschutz bieten durch die Module und zum anderen Energie ziehen, weil er ganz oben ist und die entsprechenden Verstrebungen hat, an denen ihr einfach die Metallkabelbinder befestigen könnt. Das ist natürlich wirklich optimal. Ansonsten gibt es natürlich, gerade wenn ihr einen Balkon habt, der wie gesagt abgerundet ist, so wie dieser hier, die Möglichkeit durch die Flexibilität der Module auch hier perfekt die Module anbringen zu können. Das ist halt der große, große Vorteil von den FS20. Die lassen sich halt hervorragend auch an runden Balkonen und ähnlichen anbringen und ziehen eben mit einem Gewicht von 4,6 Kilo nicht so stark an der Befestigung, wie es vielleicht Module tun, die dann 20, 25 Kilo haben, so wie die Module, die wir zuletzt auch bei der Solarbank 2 Pro mit dabei hatten. Und wenn ihr dann an euren Balkon rantretet, dann ist es halt relativ einfach. Ich zeige euch nochmal diese Metallkabelbinder. Die macht ihr einfach durch die Halterung und auf der anderen Seite dann durch eure Verstrebung am Balkon. Zieht das Ganze zu und dann hält das im Normalfall schon sehr sicher. Ich würde immer noch eine Sicherung einbauen. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ihr habt genug Befestigungspunkte, sodass ihr auch ausreichend Kabelbinder befestigen könnt. Und dann ist das Panel eigentlich schon angebracht und wir können zum nächsten Schritt übergehen. So, an der Solarbank 2 Plus müssen wir dann auch noch zwei Schritte vornehmen und zwar einmal die Solarpaneele, die ihr ja gerade eben angebracht und verkabelt habt, jetzt mit der Solarbank verbinden. Dafür nehmt ihr die MC4-Stecker. Im Zweifel jetzt hier sind es ja, weil wir nur zwei MPPTs, aber vier Paneele haben, haben wir den Y-Stecker noch mit dabei, der mitgeliefert wird mit den Paneelen, sodass wir dann hier das Ganze auch verbinden können. Einfach reinstecken, einklipsen, rasten dann quasi von selber ein. Und das gleiche natürlich auch für die zweite Variante. Und auf der anderen Seite müssen wir dann einmal noch den Netzstecker verbinden, dafür diese kleine Kappe hier abziehen. Die hat so einen kleinen Verriegelungsknopf, den müsst ihr dann runterdrücken, nicht zu sehr dran zerren. Und dann könnt ihr einfach das Netzkabel aufstecken und schon fängt die Powerbank dann, beziehungsweise die Solarbank natürlich auch an hochzufahren. Das heißt, hier vorne beginnt dann die LED-Statusanzeige zu leuchten. So, wenn wir das alles getan haben, geht's weiter in der App. Dazu geht ihr einmal unten auf Geräte und dann auf das Plus. Dann sagt ihr ein Gerät hinzufügen und im Optimalfall, wenn beide Geräte oder wenn das Gerät schon gestartet ist, seht ihr sie dann hier auch. Also einmal den Smart Plug und einmal die Solarbank E1600 Plus. Dann müsst ihr die Geräte zusammenführen. Das bedeutet nicht, dass ihr das eine auf das andere legen müsst, sondern das muss einfach nur in der Nähe bleiben. Wähle euer WLAN eintragen, welches ihr zu Hause verwendet. Dieses wird dann an die Solarbank 2 übertragen, sodass die dann auch autark mit dem WLAN kommunizieren kann. Das ist natürlich notwendig, denn ansonsten funktioniert die ganze Systematik nämlich nicht.
So, WLAN ist bereitgestellt. Jetzt können wir den Smart Plug noch hinzufügen. Das könnt ihr entweder jetzt machen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Das bleibt euch überlassen. Ich würde es immer direkt am Anfang machen. Dann ist das Ganze direkt in einem System gekoppelt und ihr habt es nachher einfacher. Deswegen, wenn ihr das eh benutzen wollt, fügt es aus meiner Sicht zumindest direkt beim Installationsprozess hinzu. Könnt ihr aber ansonsten auch im Nachgang noch machen. Hier gleiches Prinzip, auch das WLAN eintragen, sodass wir dann hier auch das WLAN auf den Smart Plug bringen können. Denn am Ende kommunizieren die beiden Geräte ja über das WLAN dann miteinander, damit dann die Powerbank bzw. die Solarbank 2 entsprechend aus dem Verbrauch des Smart Plugs lernt und dann mehr zuführt oder halt weniger zuführt. Zeige ich euch aber dann gleich nochmal, wie genau das funktioniert. So, hier haben wir jetzt das Ganze hinzugefügt. Jetzt findet noch das Firmware-Update statt. Für die Solarbank 2 Plus gibt es jetzt hier ein entsprechendes Update. Das starten wir jetzt mal durch. Ich spule es jetzt mal vor, weil das kann schon ein paar Minuten dauern, bis das Ganze installiert ist. Ist für euch jetzt weniger relevant oder ein bisschen langweilig, deswegen spulen wir das jetzt hier mal schnell vor und starten dann mit 100% sozusagen. Im nächsten Schritt startet dann die Solarbank 2, einmal neu durch. Was auch wieder ein paar Sekunden dauert, da dürft ihr euch einfach nicht irritieren lassen, in Ruhe abwarten, bis das Ganze durchgestartet ist, denn jetzt wird natürlich die Firmware installiert und danach geht dann auch der Einrichtungsprozess entsprechend weiter. Im Übrigen, während wir im Hintergrund nochmal die Paneele am Balkon sehen, seht ihr natürlich auch, dass ich die jetzt nicht perfekt anbringen konnte, die sind nicht alle sauber voneinander getrennt, also die überlappen sich, die beiden rechten zum Beispiel, das solltet ihr bei eurer Installation natürlich besser machen und ich empfehle es immer, macht auf jeden Fall irgendeine Sicherung noch mit rein, dass selbst wenn die bei Festigungshaken, also diese Schellen, die ich euch vorhin gezeigt habe, vielleicht mal sich mal lösen sollten, sorgt dafür, dass irgend noch ein Backup da ist, damit da keinem was passiert, gerade wenn vielleicht unter euch regulärer Publikumsverkehr ist. So, als nächstes benennen wir jetzt das System und erstellen ein System und geben dem Ganzen einen Namen. Wir sorgen jetzt hier mal dafür, dass das Ganze We Love Tech heißt, damit es auch ein bisschen diesem Kanal verbunden ist. So habe ich mich vertippt. Einfach korrigieren, genau, dann auf Erstellen. Jetzt richten wir hier quasi auch den zusätzlichen Smart Plug noch mit ein und können dem ja ein Symbol vergeben, dass ihr sagt, damit ihr nachher erkennt, wenn ihr mehrere verwendet zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Jetzt wird es spannend, denn jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal den benutzerdefinierten Modus und das ist der in Anführungszeichen dumme Modus sozusagen. Da tragt ihr eure Grundlast ein und die wird dann einfach nach eurem Zeitplan in euer Netz gefeuert. Das ist natürlich okay, wenn ihr eine sehr konstante Grundlast habt, euren Kühlschrank und so weiter und so fort. Spannend ist aber natürlich der intelligente Steckermodus, denn da kommt dann der Smart Plug zum Tragen. Vom Grundsatz her gleiches Prozedere. Ihr tragt erstmal eure Grundlast ein. Also alle Geräte, die quasi nicht an dem Smart Plug hängen oder nicht an einem Smart Plug hängen, werden hier quasi erfasst. Das lässt sich relativ einfach rausfinden, indem man mal so einen Tag abwartet und da vielleicht mal guckt, wie viel haben wir denn verbraucht und darüber so grob runterrechnet, was denn da entsprechend an Verbrauch reinkommt. Das tragt ihr dann hier ein, natürlich von 10 Uhr bis 18.30 Uhr und gebt dann an, dass euer Grundbedarf bei, weiß ich nicht, 50 Watt, wahrscheinlich ist es viel mehr, aber nehmen wir mal 50 Watt als Beispiel, liegt. So, haben wir jetzt hier erfasst und ansonsten sind 200 Watt, macht natürlich nicht so viel Sinn, müsstet ihr auf 0 runterregeln, egal jetzt erstmal. Was jetzt spannend wird, ist, dass wir gleich konfigurieren oder beziehungsweise sehen, dass der Stecker noch zum Tragen kommt. Wir sehen jetzt hier, und lasst euch nicht vom Fehler 92 irritieren, da ist die Netzverbindung gerade unterbrochen. Ich musste den Stecker noch einmal raus und wieder reinstecken. Weiß ich auch nicht, das hatte ich auch bei der Solarbank 2 Pro schon. Keine Ahnung, woran das liegt. Einfach nochmal reinstecken, dann funktioniert das Ganze. Wir sehen jetzt im oberen Bereich, seht ihr einmal rechts den Gesamtverbrauch oder beziehungsweise das Gesamte, was ihr quasi im Netz gerade verbraucht. Und zwar auf Basis eurer Angaben, also das, was eingespielt wird. Wir sehen, dass im Solarbetrieb ist, das ist der linke Teil oben. Wir haben unten einmal das, was aus dem Akku herausgibt, der gerade 89% hat. Und wir sehen links noch den Smart Plug. Wir müssten jetzt also, wenn der Smart Plug auf 0 ist, müsste im nächsten Schritt, und das passiert jetzt auch gleich, müsste der Solarbetrieb einspeisen. Wir müssten rechts oben 50 Watt sehen und wir werden die Differenz zwischen dem Solarbetrieb aus der Solarbank ziehen. So. Und der Solarbetrieb wird jetzt, ist es dunkel draußen, ja, 7 Watt, okay, ist natürlich nicht die Welt. Wir wollen 50 einspielen oder jetzt sind es nur noch 5 Watt, also werden 42 oder je nachdem, ungefähr auf 50 geht es ja dann aus, wird jetzt gerade aus dem Akku noch beigesteuert. Im Übrigen seht ihr hier unten auch eure Einspeisungen und so weiter aus dem Verlauf, das ist ganz cool in der App gelöst. Guckt gerne mal in das Solarbank 2 Pro Video, da ist das alles nochmal mehr im Detail erklärt. Hier seht ihr jetzt 50 Watt rechts oben und ich schalte jetzt mal mein Handy an den Smart Plug und dann sehen wir jetzt gleich, der Smart Plug fängt an hochzufahren, geht auf 18 Watt und gleichzeitig geht rechts oben
oben auch der Gesamtverbrauch hoch. Und das ist halt das Coole. Ich gucke gerade nochmal nach, ob wirklich nur so wenig ankommt, aber ihr seht, es kommt wirklich nur so wenig gerade an. Es ist einfach nur keine Sonne da, kann man fast schon sagen. Gucken wir uns nochmal den Smart Plug im Detail an, weil das ist natürlich das Intelligente hier dran. Ne? Hier seht ihr gerade, wie viel Ausgangsleistung rausgeht. Ihr könnt das Ganze tatsächlich auch wie eine ferngesteuerte Steckdose oder eine smarte Steckdose verwenden. Das habt ihr hier gesehen, da könnt ihr noch ein Timing hinzufügen. Ihr könnt ein verzögertes Umschalten aktivieren, sodass nicht sofort das Gerät anspringt. Und ihr seht unten auch noch in der Gerätestatistik den Energieverbrauch in Summe. Also das Ding ist tatsächlich das, was es smart macht und fügt halt, und hier seht ihr es nochmal, 50 Watt Grundlast, 10 Watt aus dem Stecker. Es gibt insgesamt 60, 52 aus dem Akku und 8 aus der Solarbank. Macht's halt intelligent und ist cool. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen kleinen Einblick in die Solarbank 2 Plus mit den FS20-Modulen gegeben. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine sehr gute Lösung, wenn ihr ein Balkonkraftwerk auf einem kleinen, runden, wie auch immer gearteten Balkon haben wollt. Deswegen nochmal hier grob so meine Zusammenfassung, was meine Highlights sind. Also erstens, das Ding ist ready to use. Ihr braucht keinen Elektriker, um das anzubringen. Ihr braucht auch niemanden, der euch das Ding irgendwie an Bord anschraubt oder was auch immer. Wenn ihr einen Balkon habt, der diese Streben hat, könnt ihr einfach mit den Metalllaschen das Ganze selbst befestigen, denkt an die Sicherung und habt dann die Möglichkeit, auch sofort einzusteigen in ein super easy zu bedienendes System. Das ist einfach definitiv auch für Anfänger gemacht. Wenn ihr keine Ahnung habt, man kann aus meiner Sicht wenig falsch machen. Das System führt euch durch und so weiter und so fort. Deswegen absolut ready to use, auch für Anfänger. Die App tut ihr Übriges dazu bei, denn sie ist super einfach aus meiner Sicht und lässt relativ wenig Fehler zu. Also ihr werdet durch den Einrichtungsvorgang hindurchgeführt und bekommt immer Hinweise und Tipps, wo die Problematiken liegen. Zum Beispiel Netzverbindung nicht vorhanden, haben wir vorhin gesehen, bekommt ihr einen Hinweis und auch einen Hinweis, wie das Ganze zu beheben ist. Auch das wirklich super easy, deswegen auch für Laien aus meiner Sicht gut zu bedienen bzw. gut zu machen. Was haben wir dann noch? Ich habe euch vorhin gezeigt, ihr könnt auch die dumme Variante nehmen, also die ganz normale Grundlast eingeben und dann einfach nur reinfeuern. Das ist natürlich nicht das, was das Ganze smart macht. Entweder habt ihr die Möglichkeit, auch bei diesem System den Smart Meter zu verwenden, den muss dann ein Elektriker einbauen. Das ist die, ich sag mal, Luxusvariante, denn dadurch wird euer gesamter Stromverbrauch individuell gehandhabt. Das ist natürlich dann Premium-Klasse. Wenn ihr aber zumindest schon mal etwas schlauer sein wollt als der benutzerdefinierte Modus, dann verwendet ihr den Smart Plug und nehmt da Geräte mit rein, die eine hohe Spitzenlast haben, weil das ist das Entscheidende, dass man quasi hohe Spitzenlasten auch über das Solarsystem bedienen kann, während die Grundlast über den in Anführungsstrichen dummen Modus läuft sozusagen. Ja, das ist auf jeden Fall was, was es super einfach macht. Ihr könnt auch nicht nur einen Smart Plug verwenden, sondern mehrere. Und dann wird es natürlich schon interessant, weil halt eben individuell eingesteuert wird neben der Grundlast. Eure Spitzenlastgeräte werden da individuell benutzt. Übrigens 2500 Watt können die Smart Plugs nur. Habt das im Hinterkopf, wenn wir von Spitzenlast sprechen. Ein Wasserkocher zum Beispiel ist da eher schwierig. Und was auch noch richtig spannend ist, ist halt die flexible Erweiterbarkeit. Zum einen, ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit 4 Modulen antreten. Wenn euer Balkon kleiner ist, tretet ihr halt nur mit 2 an. Oder ihr macht noch einen um die Ecke. Oder ihr biegt einen und macht den irgendwo anders hin. Das ist halt das Coole an den FS20-Modulen, sie sind leicht und flexibel zu handhaben, und wenn ihr tatsächlich mehr Energiebedarf oder mehr Energie habt, die ihr einspeisen wollt, könnt ihr die Solarbank 2 Plus auch mit den Akkus noch erweitern, was das Ganze natürlich nochmal spannender macht. Ob das jetzt bei 2 MPPTs Sinn macht oder nicht, ich lasse es mal dahingestellt sein, das müsst ihr dann am Ende selber entscheiden. Aus meiner Sicht ist es tendenziell eher die Erweiterbarkeit was für die Solarbank 2 Pro, wenn ihr dann wirklich mit 4 MPPT-Trackern und auch entsprechendem Power an das Gerät herantretet. Ja, und damit sind wir tatsächlich dann jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, es konnte euch ein kleines bisschen weiterhelfen in eurer Entscheidung für euren Balkon, ein Balkonkraftwerk zu kaufen, beziehungsweise euch zumindest mal darüber zu informieren. Und das hier ist definitiv eins, welches sich super einfach installieren lässt, sprich, ihr spart auf jeden Fall Geld bei der Installation. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Es gibt natürlich auch einen Link zu dem Gesamtpaket, zu dem Balkonkraftwerk mit den FS20-Modulen und der Solix Solarbank 2 Plus, den findet ihr in der Videobeschreibung, guckt auf jeden Fall gerne mal rein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ich versuche da alles nach Möglichkeit zu beantworten. Ehrlicherweise muss ich sagen, wir werden das Gerät ja jetzt zurückschicken, deswegen kann es sein, dass ich vielleicht nicht alles im Detail beantworten kann, aber ich will es auf jeden Fall versuchen, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare. Auch was eure Meinung zu dem System angeht, passt das für euch, ist es eher nicht geeignet, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir eine Info da lasst. Danke euch fürs Zusehen und am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.